2019 bestand der Fahrreport 10 Jahre. In dieser Zeit gab es über 250 Fernsehsendungen, viele Dokumentationen, ein Buch und noch viel mehr. Alles ehrenamtlich, ohne Lohn dafür zu bekommen. Groß war die Überraschung beim Empfang zum Jubiläum. Wir bekamen ein Faulenzer-Wochenende auf der Insel Wangerooge mit der Auflage, ohne Kamera zu reisen. Ein Videoreporter und Fotograf auf Reisen ohne Kamera? Unvorstellbar. Also musste die Fotokamera auch als Videokamera herhalten. Es entstand ein Kurzfilm, der die Insel und unser Faulenzer-Wochenende etwas anders zeigt als üblich. Wangerooge ist eine Insel im niedersächsischen Wattenmeer innerhalb des Nationalparks. Sie ist die östlichste der 7 bewohnten ostfriesischen Inseln mit 7,94 Quadratkilometern Fläche, das zweitkleinste bewohnte Eiland dieser Gruppe. Wangerooge ist historisch Teil des friesischen Jeverlandes und des Landes Oldenburg. Zentraler Wirtschaftsfaktor der autofreien Insel ist heute der Tourismus, außerdem ist sie Nordseeheilbad. Die Insel Wangerooge hat rund 1200 Einwohner. Zur Hauptsaison sind ca. 10.000 Menschen auf der Insel. Als die Insel 1804 zum Seebad wurde, setzte der wirtschaftlich lohnende Bädertourismus mit Kurbetrieb ein, von dem die Inselgemeinde noch heute lebt. Wangerooge besteht aus 2,5 Quadratkilometer Strand, 11 Kilometer Dünen, etwa 2,1 Quadratkilometer Außenboden als Salzwiesen, etwa 2,1 Quadratkilometer Innenboden als Marsch. Es gibt einen Salzwassersee, der Lagune genannt wird und sich zur Brassstätte für Seevögel entwickelt.
Rein jetzt!